Willkommen zurück oder ganz leise, willkommen zurück zu einer Jagd von Herzog Patrick und zu Crusader Kings 3 Tours and Tournaments hier bei Let's Splinter. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und ihr seht unseren Herzog, ja, er ist auf der Jagd und er ist auf der Jagd nach einem weißen Hirsch, denn der wurde gesichtet in der Region unseres Herzogtums. Wir haben zu einer Pracht bzw. zu einer legendären Jagd geladen. Die findet statt in Gravelin und ich bin sehr gespannt, wie das hier ablaufen wird. Haben die Vorbereitungen in der letzten Folge getroffen, waren ein bisschen angefixt nach einer weiteren Jagd. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, so langsam verfestigt sich hier das Ganze. Ihr seht die Venator-Jägereigenschaft. Es steigt hier alles an. Mal gucken, wie viel wir nach dieser Jagd haben werden. Nach der Stufe 1 bekommen wir Bildung, Kampfgeschick und gesundheitlich wieder einen kleinen Bonus hinzu. Der kleine Gesundheitsbonus ist bei uns 48, immer noch von bester Gesundheit. Etwas, was wir auf jeden Fall verfolgen. Nicht nur deswegen macht Herzog Patrick das Ganze. Er ist auch gesellig und die Geselligkeit kann er bei einer Jagd und dann auch noch nach einem potenziell weißen Hirsch bestmöglich unterbringen. Bin sehr gespannt, wie das laufen wird. Insofern freue ich mich, dass ihr in der neuen Folge dabei seid. Ganz, ganz viel Spaß in den nächsten, ja, sagen wir mal, 30 Minuten hier. Lassen die Anreise geschehen. Ich bin wirklich gespannt und auch gespannt, wer alles da sein wird. Doch zunächst ein tierischer Kampf. Unsere Reise wird gewaltsam durch das Geräusch von reißendem Fleisch, knirschenden Kiefern und den verzweifelten Schreien eines Mannes unterbrochen, der im Begriff ist, ein jähes Ende zu finden. Der Lärm ist derart entsetzlich, dass er aus den Tiefen der Nachwelt, also der Hölle, kommen muss. Beim Versuch, die Quelle der Schreie ausfindig zu machen, finden wir einen Ritter im Kampf mit einem Raubtier, nämlich einem Wolf. Seine Klinge ist zwischen den Kiefern der Bestie eingeklemmt, doch sein Griff scheint schwächer zu werden. Wen haben wir hier? Könrad der Feige. Ja, der kann halt auch gar nicht kämpfen. Er ist feige, er ist stur, er ist mitfühlend und er ist bereits verwundet. Da müssen wir natürlich mit Herewart eingreifen, der ein ausgezeichneter Kämpfer ist. Den lassen wir helfen. Aber es gibt sogar die Möglichkeit, dass er stirbt. Tja, wie sind wir diesbezüglich? Tapfer oder ähnliches sind wir nicht. Herewart ist schon sehr gut, aber auch ein extrem wichtiger Charakter. Der ausgezeichnete Ritter von uns, der Ratsmarschall, hat unseren Sohn als Mündel. Doch was passiert? Offenkundig nichts, wenn ich das richtig sehe. In unserem Rat ist noch alles gut. Herewart dürfte ihn erlegt haben. Ist ein Abenteurer. Ein Leben voll Tapferkeit und Tatendrang. Ja, dann war das die richtige Entscheidung, ihn ranzulassen. Was passiert ist, wissen wir allerdings nicht. Gucken uns die Gästeliste an. Oh, der König Philipp reist höchstpersönlich an, ist unterwegs. Prinz Robert II. Ist unterwegs. Und viele, viele andere. Angekommen zum Beispiel schon. Ah, ist übrigens, ist die Frage, ja. Bürgermeister Sicko ist ebenfalls wieder da. Erfolgschance ist relativ gering momentan. Unserem Lehnsherr wurde derweil, während er übrigens bei unserer Jagd zugegen ist, der Krieg erklärt von Graf Joffrey III. Von Anjou. Ja, und damit ist man glatt hier. Krieg gegen die Tyrannei. Worum geht's? Forderung. König Philipp abzusetzen. Ja, und der ist auch bei uns auf der Jagd. Na, das ist ja mal ein gutes Timing, um den Krieg zu erklären. Ein relativ schwacher Charakter. Der Grafschaft von Anjou. Okay. Und da holt er mal den Krieg aus der Tasche. Ein Heeresziel. Das relativ deutlich ausgehen dürfte. Würde ich mal fast behaupten. Welram versammelt die Gesellschaft, als die Sonne über dem Lager unweit von Gravelin aufgeht. Wir wollen dieses Biest, die Gefahr, leidlich sicher, Prestige, bescheiden. Wir jagen einen Hirsch. Wilderer, hier auf dem Land, das Graf irgendjemand sein eigen nennt. Sie kauern eng beieinander, als ich mit meinen Wachen zu ihnen reite und verbergen damit kaum das tote Tier. Ein Hirsch? Das gibt's ja nicht. Das waren wir nicht. Habt Gnade mit uns, glorreicher Herzog. Doch ihre Klingen und Bögen strafen. Sie lügen. Wir sind ehrlich. Tja, Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit haben einen hohen Wert. Wir lügen, nee, werden angelogen. Können die Wilderer bestrafen, Besitz zum Steuern gehen hoch, die Volksmeinung runter. Wir sind jetzt nicht der Schreckenswürdigste. Beute gehört mir, genau wie die Strafzahlung im Gegenzug für die Leben.
Boah, eine schwere Angelegenheit hier. Ich denke eher, dass sie verschwinden sollen. Damit sind wir am zufriedensten. Graf Baudouin und seine Meinung sinkt dadurch ein Stück weit. Aber ansonsten haben wir da keine größeren Aktien drin. Es ist ein schöner Tag für eine Jagd, was auch bedeutet, dass es ein schöner Tag ist, um draußen zu sein. Als ich meine Lungen mit der frischen Luft der Wildnisfülle erkenne, ich in der Ferne etwas, was nur ein Geschenk von Jesus sein kann oder ein Zeichen der göttlichen Hingabe an die Natur. Überall sind so viele nützliche Kräuter und schöne Blumen. Man könnte sie für Heilzwecke oder auch böswilligere Absichten nutzen, doch ich bin zum Jagen hier. Das Pflücken von Blumen könnte einige Fragen bei Hofe aufwerfen. Warum auch immer Bürgermeister Sicko uns jetzt hier wieder angezeigt wird. Erfolgschance würde sich erhöhen, wenn wir den Schein wahren. Ja, das hier unten passt wegen der Jäger- und der Ehrlichkeitseigenschaften nicht. Den ältesten Trick der Welt an Sicko anzuwenden. Holen die Erfolgschance noch ein Stück weit nach oben mit 51,7%. Meine Jäger sagen, sie wüssten, wo sich das Tier versteckt und welche Wasserlöcher und Futterstellen es oft aufsucht. Obschon es alles andere als ein leichtes Unterfangen wäre, könnten wir das Männchen, den Hirschbock, vielleicht mit unserem Bogen überrumpeln, wenn wir uns vorsichtig anschleichen. Gehen heimlich vor. Na, oder wir treiben die Beute in die Enge. Wir sind aber jetzt nicht irgendwie ungeduldig oder sonstiges. Nein, nein, wir können ganz heimlich vorgehen, versuchen das Tier zu überraschen. Wie jegliches Wild kennen auch die schwer zu fassenden ja, Hirschböcke wahrscheinlich viele Kniffe, Listen und Täuschungen, mit denen sie selbst die erfahrensten Jäger zum Narren halten können. Ratspitzel Ludwain hat die Jagdgesellschaft anhalten lassen. Das gerissene Ding, der Hirsch, wanderte hin und her, folgte dabei seinen eigenen Spuren und schuf hier und da Abzweigungen von seinen Pfaden, um uns von seiner Fährte abzubringen. Man findet keine Einigung, welchen Weg man nun einschlagen soll, und jeder Wimpernschlag, den wir vertändeln, entfernt uns weiter von unserer Beute. Geduld, das sollte leicht zu lösen sein. Eine Option, die wir aufgrund der Jägereigenschaft haben. Wir vertrauen Ludwain. Unser Ratspitzel ist jetzt nicht über dies hinaus für irgendwas bekannt. Jägertechnisch sind wir ihm ja, überlegen, um es mal so zu formulieren. Was meint der örtliche Wildhüter? Nee, ich glaube Geduld. Stark erhöhte Erfolgschance. Sehr gut. Nach einem stundenlangen Ritt, bei dem wir jeden Winkel der Gegend durchsucht haben, muss ich mich dem schwindenden Licht geschlagen geben. Kaum, dass wir einen Blick auf die legendäre Kreatur, nämlich den Hirsch in Weiß, geworfen hatten, verschwand sie auch schon wie ein Geist, ohne jede Spur oder Fährte. Als wir ins Lager zurückkehren, hallen ferne Rufe eines Tiers wie Hohn über die finster werdende Landschaft. Schade, 61,5%, aber sie schlägt fehl, diese Jagd. Solche Jagden sind die reinste Freude. Ich freue mich schon sehr auf das nächste Jahr. Robert versammelt die enttäuschte Jagdgesellschaft und die erschöpften Hunde für die Heimreise. Schade, schade, schade. Kommen hier ein gutes Stück weiter. Wir erhalten 10 Eigenschaftserfahrungen in Venator. 225 Prestige. Anspannung drastisch reduziert. Jede teilnehmende Runusjäger-Vasalle gewann 15 Meinung von uns. Und wir gucken mal, wie viele das sind. Wir hätten Graf Robert. Ja, der war es dann auch tatsächlich schon, aber immerhin. Die Jagd wird abgeschlossen und insofern geht es tatsächlich zurück. Dann sind wir wieder zu Hause und haben diese Jagd tatsächlich abgeschlossen. Leider ohne Erfolg. Prachtreise, Prachtturnier und Petition an den Lehnsherrn sind in meinem Sinne momentan nicht drin. Wir gucken nochmal auf den Ratspitzel. Ja, wir haben eigentlich einen sehr geeigneten Menschen an den Hof bekommen, können das aber nicht wechseln. Ich weiß tatsächlich immer noch nicht, woran das liegt. Werde das aber natürlich weiterhin im Auge behalten. Im Auge behalten sollten wir übrigens auch unseren Vasallen Sicko, den wir hier mal anpinnen, hier oben, um ihn weiter zu beobachten. Sind ihn auch noch am Beeinflussen? Ja, und der Krieg sieht hier sehr gut in Richtung König Philipp aus. Das ist alles in bester Ordnung. Hat übrigens jetzt Prinz Henri zur Welt gebracht, der erste Sohn und damit ein potenzieller Haupt- und Nachfolger. Doch eine neue Flamme, was ist das? Über die Jahre hinweg habe ich zahlreiche großartige Porträts verschiedener Edelfrauen aus diesen und anderen Ländern erhalten. Bisher sammelten die meisten jedoch nur Staub auf dem Dachboden. Vielleicht sollte ich sie herunterholen und mir meine nächste romantische Errungenschaft auswählen.
Ja, okay, ich habe das schon mal irgendwo gesehen und tja, wir könnten wählerisch bei der Partnersuche sein, aber wir sind auch lüstern. Wir holen die Porträts hervor. Herzogin Svjatoslava, Gemahlin von Herzog Vratislav von Böhmen. Dieses Porträt stellt niemand Geringeren dar als sie. Sie soll heiter sein, doch Gerüchten zufolge hat sie auch eine plappermäulige Seite. Lüstern, gefühllos und unersättlich, 32 Jahre alt. Oberer Stapel, rechter Stapel, linker Stapel für Verwerfen. Kommt mal auf die rechte Seite. Dann hätten wir Prinzessin Zoe, Gemahlin von Dux Alexios von Achaia. Okay. 18 Jahre jung. Die eher nicht. Linker Stapel. Häuptling Monika von Syrte. Nein. Dann hätten wir Gräfin Ante von Deba. Die ist schwanger. Oh Gott. Nein, danke. Königin Judith von Schweden. 25 Jahre alt. Keusch. Und damit raus. Oh, wer ist das? Königin Wyszeslawa von Polen. 33 Jahre alt. Jungärztin. Durchaus gebildet. Sprunghaft, nachsichtig, zornig. Auf den rechten Stapel mit ihr. Gräfin Moth. Auch schwanger. Nein. Gräfin Cecilia Lodinstatter. 16 Jahre jung. Nein, danke. Gräfin Dionysa von Kersch. 32 Jahre alt. Gesellig. Kommt noch auf den rechten Stapel. Ah, ne, wir können noch ein Porträt. Dann suchen wir nochmal weiter. Gräfin Aniko von Berek kommt auch auf rechten Stapel. Ursula auch, beziehungsweise auf den linken, ihr entschuldigt. Oberhäuptling Aisha von Zapp auf links. Und was ist mit dieser? Ah, auch Schwangeren tatsächlich, aber auch gesellig. Gräfin Answith von Northamptonshire. Die nehmen wir mal noch dazu, damit wir das hier zu einem Abschluss bringen können. Tinder für Neue. Tja, und jetzt haben wir drei. Einmal die Herzogin Svjatoslava, die gefühllos und lüstern ist. Das gefällt Herzog Patrick wahrscheinlich ausgezeichnet. Kommt einer intimen Beziehung mit uns näher. Ja, warum sollten wir sie nicht nehmen? Wir gucken uns nochmal die anderen an. Nee, ich glaube, von den Eigenschaften her passt das schon. Und sie ist auch noch unersättlich. Prost, Mahlzeit. Da kann Herzog Wratislav, der schlecht gelaunte, ein wenig schlecht gelaunter sein. Ja, Svjatoslava. Haben wir jetzt eine Beziehung zu ihr? Wir pinnen die mal gerade an, damit wir die jetzt hier nicht komplett verlieren. Eine Affäre ist es noch nicht. Wir lassen hier das Komplott mal noch gerade durchlaufen. Oh, okay, und das ging schnell. Euer herber Geruch ist besser als ein Schinken im Winter. Alles in mir drängt mich, an eurer Seite zu sein, damit ich endlich erfahre, ob euer Kampfgeschick die Schlacht für sich entscheiden kann. Wie sehr ich mich nach euch sehne. Nun denn, wir haben die nächste Affäre. Tatsächlich. Und damit können wir sie natürlich hier als Pin wieder lösen, weil wir sie hier unten haben. Und Sikku weiter beeinflussen ist bei minus 37. Das sieht dann mittlerweile ganz gut aus. Mir wird die Petition an den Lehnsherrn angezeigt, aber den Ratsposten wollen wir nicht. Wir waren mal kurz im Rat, sind dann rausgeflogen und haben keinerlei Interesse diesbezüglich. Wir könnten für ein Turnier üben, um hier ein bisschen Aktivität reinzubringen. Und euch auch tatsächlich das hier ein Stück weit näher zu bringen, spielmechanisch. Sehr neu, diese Möglichkeit. Wir und die Ritter werden die Fähigkeiten verbessern. Bei einem Erfolg wird dies das Kampfgeschick für die kriegerischen Ereignisse eines kommenden Wettbewerbs, nämlich eines potenziellen Prachtturniers, erhöhen. Es wird 10 Jahre und länger nicht verfügbar, kostet Prestige und wir, ja, werden mal mit den Übungen beginnen. Ich bin sehr gespannt, was es damit auf sich hat. Die Turnierübungen. Und dann dreht ihr euch nach rechts, schreit Herewarth, während er mir einen kräftigen Schlag mit dem Schwert versetzt, der mich ein paar Schritte zurückweichen lässt. Beim Turnier wird niemand zimperlich mit euch umgehen, Herr, erklärt er und trocknet sich den Schweiß von der Stirn. Wenn ihr gewinnen wollt, könnt ihr euch keine Niederlage leisten. Nicht einmal gegen mich. Kein einziges Mal. Wow, der Wechsel zur Kulturtradition Ritterlichkeit bringt einen Prestigerabatt von 2000 mit sich. Oder wir haben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, Kampfgeschick zu erhöhen. Ja, ich denke, das reicht an der Stelle.
Sehr gut. War es das auch schon in dem Zusammenhang? Oder kommt da noch etwas? Lethier hat den Krieg gewonnen. Graf Joffrey von Anjou wurde gefangen genommen. So viel zu dem Thema. Ich glaube, wir haben einfach nur einmal das Kampfgeschick. Oh. Hoho. Wir haben einmal das Kampfgeschick erhöht und das war's dann. Wir haben schon wieder nicht den geringsten Zweifel. Die Affäre Adelinde gebar eine Tochter und wir beide wissen, dass ich der Vater bin. Zum Glück schweigt Adelinde erneut, was mich anbelangt, und niemand sonst kennt die Wahrheit. Zumindest im Augenblick. Tja, wir müssen bei der Sache wiederum sehr vorsichtig sein. Eloise. Wie spricht man das denn auf Französisch aus? Eloisa? Ein nächstes Bastardkind. Bonn ist aber nicht von uns. Nee, Bonn ist nicht von uns. Payenne ist von uns. Das gibt's ja nicht. Ist mittlerweile auch schon 5. Ist ein Denker. Aber nicht alle Kinder unserer Affäre, die sich wohl rumschlägt, ist hier oder sind hier von uns. Und schaut euch das mal an. Wir könnten versuchen, mit Svjatoslava durchzubrennen, um heimlich zu heiraten. Wow. Liebesdinge-Komplott würde auf jeden Fall funktionieren. Ich bin am Überlegen, ob wir mit ihr mal ein bisschen in Kontakt treten. Könnten Seelgefährte mit ihr werden? Ja, sie ist ja unersättlich. Ja, sie ist aber auch ein Stück weit gefühllos. Würde das zu ihr passen, da dann Ja zuzusagen aus ihrer Sicht? Wir könnten sie natürlich beeinflussen, indem wir ein bisschen unseren Spracherwerb hier vorantreiben. Wir sind relativ gebildet. Scharfsinniger Intellektueller, verfügt über ein tiefes Verständnis in allen Belangen der Theologie und der Philosophie sowie sämtlichen Inhalten höherer Bildung. Ich finde, das ist eigentlich ganz charmant. Wir wollen jetzt nicht mit ihr hier auf Teufel komm raus irgendwie was veranstalten, aber vielleicht können wir einfach uns mit ihr nicht auf eine Seelenverwandtschaft einigen, sondern auf die Tatsache, eventuell ihre Sprache zu erlernen. Und das versuchen wir an der Stelle einfach mal. Auch wenn es natürlich ein paar andere Sprachen hier in dem Bereich gäbe, aber nichtsdestotrotz. Ein unerwartetes Wiedersehen. Fürst, mein Herz wollte keine Ruhe finden, bis ich euch wiederfinde. Ich bin es. Amelie, ihr erinnert euch doch sicher an mich. Frühlingsblüte. Ich kann kaum von meinen Augen trauen. Die wunderschöne Frau, die schuppige, wunderschöne Frau aus der letzten Folge, der ich vor vielen Monden vor meinen Mauern begegnet bin, ist am Hof aufgetaucht. Tja, bleibt als Teil meines Hofes hier. Ich bestehe darauf. Wir erhalten nur 6 Anspannungen, weil wir lüstern sind. Oder ihr werdet hier kein Obdach finden. Dann verliert sie Meinung. Hä, aber wieso verlieren wir dann die Anspannung? Ich würde sagen, bleibt als Teil des Hofes hier. Wir pinnen sie mal gerade an. Könnten sie tatsächlich verführen. Damit würde die Spracherlernung hier aber dann fehlschlagen. Wir lassen das mal offen für den Moment. Wir wollen ja die Sprache mit Svjatoslava erlernen und können nicht alles auf einmal. Kultur ist in die neue Epoche des Hochmittelalters eingetreten. Interessant. Gemahlin unter Ratspitzel kooperieren. Das gibt uns 30 Meinungen bei ihm. Das freut uns sehr. Und Herzog Thibault aus der Champagne lädt ein. Das ist aber allerdings das Ratskanzler von König Philipp. Ah, da sagen wir jetzt mal an der Stelle momentan nicht zu. Wir nehmen nicht jede Jagd wahr. Das hatte ich schon mal thematisiert in einer Folge. Lehnen das hier dankend ab. Wird uns auch nicht zur Last gelegt. Es ist zu weit weg und wir haben auch gerade andere Dinge hier. Dauert ungefähr 2 Jahre, der Komplott. Ränkespiel. Entfesselte Lust. Entfernt eure Anziehungsmali für Verführungskomplotte. Kann den Vorsatz Verführung frei verwenden. Oder die Verführungskomplottstärke steigt um 30%. Ja, wir nehmen das mal an der Stelle. Das passt halt gerade auch momentan sehr, sehr gut zu ihm. 50 Jahre und immer noch bei guter Gesundheit. Herzog Patrick, ja, wir wissen das hier mit einem gesunden Körper und vielen weiteren Dingen gesegnet. Einblicke in den Himmel. Na, der ist schon relativ fit noch. Das muss man ihm lassen. Ein langes Leben potenziell vor sich. Reinhard 34. Martin mittlerweile 3. Schwerpunkt diesbezüglich legen wir natürlich nicht fest. Tja, und die Karte, dieses altbekannte Event. Ansgar. Er hat eine Karte des Geländes der Umgebung für einen unbekannten Adligen angefertigt. Spione meinen, der Adlige führe sicher etwas im Schilde gegen mich oder einen meiner Untertanen. Tja, Ehrlichkeit währt am längsten. Der Schwachkopf gehört in meinen Kerker.
Wir sind noch wachsamer für die nächsten 5 Jahre. Haben einen Gefangenen. Könnten ihn gegen Gold oder das Druckmittel freilassen. Nicht schlecht von den Werten. Wir könnten ihn rekrutieren. Schwaches Druckmittel und Gelübde. Naja, dann wird er der Mönch. Das wollen wir nicht. Aber schwaches Druckmittel und rekrutieren an der Stelle sicherlich ganz gut. Ein guter Kämpfer. Zumindest durchschnittlich. Und ist die Frage tatsächlich, ob er Ritter wird? Nee, da gibt es andere, die da geeigneter sind. Könnten ihn zwingen, Ritter zu sein. Aber ich denke, das geht auch so. Und dann ein Kind der Dynastie. Reinhard Patrickson und Dennis haben das nächste Kind zur Welt gebracht. Es ist ein Sohn. Wir nennen es natürlich nicht auch Reinhard. George ist sehr englisch. Jan war gut. Ich will nicht zu viel hier überspringen in dem Moment. Das Kind heißt Jan und damit haben wir einen weiteren Enkel. Viele männliche Nachfolger. Insofern schon mal interessant für potenzielle Erbteilungen zu gegebener Zeit. Spracherwerb schreitet voran. Oh, und wir bekommen zusätzliche Steuern. Ausgezeichnet. Obgleich des durchschnittlichen Verwaltungswertes unseres Ratsverwalters. Königliche Gunst verliehen. Prestige geht hoch. Feiner Zug von unserem Lehnsherrn. Na, und jetzt geht es uns gesundheitlich nur noch in Anführungszeichen in Ordnung. Noch wachsamer gab uns übrigens noch ein Ränkespiel. Wert hinzu. Bei 16 ausgezeichnet. Und jetzt haben wir ein verfügbares Dynastievermächtnis. Oh, das ist interessant. Da können wir uns mal ein bisschen reindenken, was wir denn hier als Fokus nehmen möchten. Na, lüstern sind wir, gesellig und ehrlich. Traditionelle Kuddinis-Hochzeiten, sehr schön hier übrigens. Prachthochzeiten sind dadurch günstiger. Es ist aber nicht das, was wir als Ehestes haben. Unheilvoller Ruf, Schreckenszuwachs, nein. Blaues Blut, auch nicht. Sippe, fruchtbare Lenden. Ja, das ist natürlich was, was er ganz gut hier wählen könnte. Ja, ich glaube, es geht tatsächlich auf die fruchtbaren Lenden hier. Oh, und was ist jetzt passiert? Dennis ist verstorben mit 34? Was ist passiert? Oh nein, mysteriöse Umstände. Reinhard ist unverheiratet. Damit ist das Bündnis mit Prinz Bledin, den Lüstern, ausgelaufen. 2000 Mannen. Oh nein. Was für eine Trauer für unser Haus. Gerade nachdem Jan auf die Welt gekommen war, ist schon ein Jahr alt. Ist übrigens ein Riese. Kleiner Gesundheitsmalus. Oh, und ich sehe gerade, dass wir tatsächlich unsere Tochter Philippa mit dem König Robert Curthose von England verheiraten können. Königreich von England. Was ist denn da passiert? Ah, okay. König William ist Gicht geplagt, im Alter von 54 bereits verstorben. Das Bündnis haben wir aber noch mit ihnen, oder? Doch nicht mehr. Wo sind denn... Moment. Jetzt müssen wir ein bisschen was auf... Wir sind nur noch mit Herzog Conan dem Schrecklichen verbündet. Wann ist mir das denn durch die Lappen gegangen? Ja, dann sollten wir ganz, ganz dringend Philippa zu unserer eigenen Schutze wegen mit König Robert hier tatsächlich, wieder verheiraten, aber des Bündnis halber wieder verheiraten, auch weil es geht. 4770 Mann, das ist ein gutes Bündnis, was wir hier abschicken, was Gott sei Dank gerade möglich ist. Alexander, gucken wir mal gerade, ob da was Sinniges machbar wäre. Alterstechnisch hier die Billungs. Ein paar schöne... Ah ja, hier ist ein Zwerg dabei, aber einige Kinder zur Welt gebracht. Hildegard ist gefühllos und faul. Was ist denn mit Adelheid? Die ist neugierig.
Gibt uns nochmal 3500. Oh, und sie ist intelligent, okay. Nein, Alexander ist intelligent, deswegen die vererbliche Eigenschaft. Wir hatten das schon gesehen. Auch das wird angenommen. Prachthochzeit wäre natürlich noch ein bisschen besser. Kostet aber 500 Gold Minimum. Nein, das denke ich, wird nicht nötig sein beim fünftgeborenen Kind Alexander. Aber auch den Vorschlag schicken wir an der Stelle gerne ab. Wichtige Bündnisse, die wir hier schließen, ja, werden natürlich angenommen, die Verlöbnisse. Und unser Erbe ist nicht vermählt. Ja, die Frage ist, wie tickt er? Entscheiden wir das für ihn? Unersättlich, gerecht, aber auch zufrieden. Boah. Ja, dann werden wir uns auf jeden Fall nicht aufdrängen. Also das wird er eventuell selbst. Ich weiß gar nicht, ob es von selbst passiert. Aber Reinhard ist momentan ohne. Boah, er ist auch echt. Er ist zwar gut gebildet, aber ansonsten echt ein schwacher Charakter, ne? Das muss man wirklich mal sagen. Martin hat übrigens keinen Vormund. Hat aber auch keinen Schwerpunkt ausgewählt. Tja, die Frage ist, ob wir das ein bisschen und ein Stück weit mitlenken sollten. Auch hier die Frage, passiert das ansonsten von automatisch? Scheinbar nicht. Wir lassen dann und gerne auch den Zufall entsprechend entscheiden. Nehmen das hier mal gerade noch in die Folge mit auf. Würfeln eine 6 und insofern geht es auf die Diplomatieausbildung. Und dann suchen wir noch einen Mündel. Ja, wir machen das eher nicht. Unsere Gattin, wie sieht es denn da aus? Hat noch einen Platz frei? Ja, Enkel von uns. Warum eigentlich nicht? Sie ist großzügig. Aber das sind einige Veränderungen in unserem Hause. In dieser Folge ist es dann ein bisschen drunter und drüber gegangen. Zwar noch vorsichtig, übrigens bin ich auf der Suche nach Geheimnissen an unserem Hofe. Aber ja, dieser überraschende Tod von Dennis Ferschbledin Matherfall, was so ein bisschen klingt wie ein Gegner in Diablo 2, habe ich das Gefühl, verstirbt auf mysteriöse Art und Weise und vielleicht auch deshalb gehen wir hier auf die Geheimnissuche. Ich bin gespannt, was eventuell dabei rumkommt und wer das war und vor allen Dingen warum. Was ist mit unserer Schwiegertochter passiert? Vielleicht finden wir es schon in der nächsten Folge heraus. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet bei Tours and Tournaments, Crusader Kings 3 und Let's Splinter. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.